zur UEFA Fantasy Football Champions League oder wie auch immer man sie jetzt nennt. UEFA Champions League Fantasy Football, wie auch immer, zur Saison 2020-2021. Ja, viele von euch, habe ich natürlich mitbekommen, haben sich gewünscht, oder was heißt viele, ein paar, dass diese Saison wieder die Fantasy-Bundesliga kommt. Das Ding ist, man hat gemerkt, es sind einfach immer dieselben Videos, klar. Und mir fallen persönlich keine Innovationen mehr ein. Für eine komplette Saison ist das vollkommen okay, vollkommen cool, hat auch Spaß gemacht, aber nochmal die zweite Saison ohne Innovation dasselbe zu machen, keine Ahnung. Deswegen habe ich halt gesagt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, könnt ihr mir die noch schreiben oder wenn mir noch was einfällt, wird wieder Fantasy-Bundesliga kommen. Mittlerweile sind 3 Spieltage oder so rum. Ja genau, das müssten 3 Spieltage sein. Es ist gerade Länderspielpause und es kam noch kein Fantasy-Bundesliga-Video. Dementsprechend werdet ihr euch schon gedacht haben, es kommt auch nicht mehr. Dann habe ich aber jetzt entdeckt, es gibt auch Fantasy-Football für die Champions League. Und damit seid ihr auch hier gerade schon richtig in diesem Video, um das mal so zu formulieren, ihr seid richtig in diesem Video, wenn ihr euch für die Champions League, Fantasy Football, wie auch immer, ne, für dieses Projekt hier auf meinem YouTube-Kanal interessiert. Ja, die Champions League macht natürlich auch nochmal einen besonderen Reiz aus, einfach deswegen, ne, zum einen, du hast nicht so viele Spieltage wie in der Bundesliga. Was noch besonderer ist, ist natürlich, du hast nicht jeden Spieltag dieselben Mannschaften. Klar, in der Gruppenphase schon. Und nach der Gruppenphase fliegt Platz 3 und Platz 4 raus. Dann hast du nur noch die Hälfte der Teams, die noch zur Gruppenphase da waren. Und dann musst du natürlich gucken, wenn du Spieler im Team hast von Mannschaften, die ausgestiegen sind, musst du gucken, dass du diese durch andere Spieler ersetzt. Alleine das ist schon mal ein großer Reiz. Und dementsprechend sieht dein Team einfach insgesamt viel unterschiedlicher aus über die Saison verteilt als in der Bundesliga. Weil da, klar, man nimmt trotzdem Transfers vor, wie ihr auch in meinem Projekt gesehen habt. Aber du hast insgesamt schon knapp über die Hälfte des Teams. Die so über die Saison verteilt eigentlich gleich sind. Die so deine Stammspieler sind, die du nicht austauschst. Das ist natürlich hier wieder anders. So, zu meinem Teamnamen. Ihr seht schon, ich habe mein Team FC Cohesion oder wie auch immer man das ausspricht, genannt. Ich habe einfach nach einem passenden Begriff gesucht und ich finde, im Englischen hört sich es einfach immer geiler an. Cohesion bedeutet einfach nur Zusammenhalt. Zusammenhalt ist natürlich so einer der wichtigsten Sachen im Fußball, dass das Team zusammenhält. Du kannst die besten Spieler im Team haben. Auf der ganzen Welt, quasi wie bei FIFA Ultimate Team. Wenn die Spieler nicht miteinander kommunizieren können, wenn die Chemie zwischen den Spielern nicht stimmt, wenn du so arrogante Spieler dabei hast, die immer nur ihr eigenes Ding machen, anstatt mit dem Team, anstatt gegen das Team zu spielen, dann kannst du die besten Spieler haben. Es bringt dir nichts. Und deswegen einer der wichtigsten Sachen, und dann habe ich einfach geschaut, Übersetzer, was heißt Zusammenhalt auf Englisch? Und dabei ist dieser Teamname entstanden. Wie ihr seht, habe ich auch mein Team bereits zusammengestellt. Ihr habt, nur mal kurz zur Erklärung, zu Beginn 100 Millionen Euro zur Verfügung und müsst 15 Spieler kaufen, bestehend aus 2 Torhütern, 3 Stürmern, 5 Abwehrspielern und 5 Mittelfeldspielern. Formation könnt ihr natürlich frei wählen. Die seht ihr hier unten, die dann hier alle zur Verfügung stehen. Am häufigsten gewählt FIFA 2, klar. Ich bleibe aber mal ganz gerne bei der Voreinstellung 4-3-3, die gefällt mir persönlich ziemlich gut. Ja, ihr seht, Neuer im Tor, Ramos, Van Dijk, Chilwell, Marcelo, Gnabry, Niguez, Jorginho, Cavani, Dybala und Lewandowski. Auf der Bank habe ich Onana, Koundé, Barrios und Bolbat. Ich bin mit meiner Mannschaft eigentlich ziemlich zufrieden. Und ich denke, für die, die es interessiert,
erkläre ich jetzt erstmal die Regeln dieses Managers. Also die Spieltage sind natürlich ganz normal alle Partien, die innerhalb einer bestimmten Woche stattfinden. Also in den meisten Fällen dienstags und mittwochs sind dann zusammen ein Spieltag. Ab der K.O.-Phase gibt es natürlich Hin- und Rückspiele. Dementsprechend gibt es da zwei Spieltage, beziehungsweise nein, ein Spieltag, wie ich das jetzt so verstanden habe, ist dann Hin- und Rückspiele zusammen. Das heißt, von der einen Woche Dienstag und Mittwoch und von der anderen Woche Dienstag und Mittwoch. Kader, wie gesagt, 15 Spieler, 2 Torhüter, 5 Abwehr- und Mittelfeldspieler, 3 Stürmer. Budget zu Beginn von 100 Millionen Euro. Ab dem Achtelfinale 105. Dann gibt es eine begrenzte Anzahl der Spieler pro Verein. Das hängt von der Phase des Wettbewerbs ab. Ab der Gruppenphase dürfen maximal 3 Spieler aus demselben Club sein. Dann ab dem Achtelfinale wird es auf 4 erhöht, im Viertelfinale sind es dann 5, im Halbfinale 6 und im Finale 8 Spieler, die aus demselben Verein im Kader sein dürfen. So, man wählt natürlich für jeden Spieltag zu Beginn 11 Spieler für die Startelf aus. Diese werden dann auch am Spieltag, sobald die Spieltagsdeadline abgelaufen ist, das heißt beim ersten Anpfiff der ersten Partie, dann müssen die Elf eben aufgestellt sein und die bringen dir dann die Punkte ein. Formation, wie gesagt, beliebig gewählt werden, muss aber ein Torwart, mindestens 3 Verteidiger, mindestens 2 Mittelfeldspieler und mindestens ein Stürmer vorhanden sein. Es gibt einen Kapitän, den du wählen musst, der bringt dir die doppelte Punktzahl ein. Nach Ende aller Spieler am ersten Abend, meistens Dienstag, kann man bis zum Abpfiff der Partien bis zum Anpfiff der Partien des zweiten Abends, also am Mittwoch, den Kapitän noch auswechseln. Ja, sollte der Kapitän nicht zum Einsatz kommen und man hat an diesem Spieltag noch keine manuellen Einwechslungen vorgenommen, wird der Kapitän automatisch ausgewechselt. Allerdings wird dann der Ersatz nicht die doppelte Punktzahl einbringen, wie es ja normalerweise beim Kapitän ist. Ja, zu den manuellen Ein- und Auswechslungen. Zwischen den Spieltagen kann man beliebig viele Spieler innerhalb des Kaders zwischen Bank und Startelf hin und her schieben. Nachdem alle Spiele an einem einzelnen Tag beendet sind und bevor die nächsten Partien starten, also zwischen Dienstag und Mittwoch meistens, kann man bis zu 4 Einwechslungen tätigen. Falls die Spieler, die man auswechseln will, nicht vom Platz geflogen sind und sie dann gegen einen beliebigen Spieler der Bank austauschen. Jeder ausgewechselte Spieler wird dir dann 0 Punkte bringen, logischerweise. Und der Kapitän, also man kann auch seinen Kapitän mit einem Spieler des Kaders, dessen Team noch spielen muss, ersetzen, ne? Also vorausgesetzt, man darf natürlich keine Spieler einwechseln, die bereits gespielt haben. Also wenn man dann sieht, ja, keine Ahnung, Neuer hat 6 Punkte gebracht, Onana allerdings 8 Punkte, wechsle ich den mal ein, geht nicht mehr, weil beide haben schon gespielt. So, ganz wichtig zu beachten ist noch, Auswechslungen sowie Änderungen des Kapitäns können nicht geändert werden, wenn sie bereits bestätigt sind. Nach Abpfiff der Spiele des letzten Abends, also des Mittwochs, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden. Und wenn innerhalb eines Spieltags eine manuelle Auswechslung oder eine Änderung des Kapitäns vorgenommen wird, wird das System keine automatischen Einwechslungen vornehmen, sollte ein Spieler der Startelf nicht zum Einsatz kommen. Dementsprechend kommen wir auch direkt zum Thema automatische Auswechslungen. Wenn man während eines Spieltags keine Einwechslungen vornimmt und den Kapitän nicht ändert, kann das System eben automatische Wechsel vornehmen. Wenn der Torwart an einem Spieltag keine Minute gespielt hat, dann wird er durch den Ersatztorwart ersetzt, vorausgesetzt, dass dieser an diesem Spieltag zum Einsatz kam. Sollte einer der Feldspieler an einem Spieltag nicht eingesetzt werden, dann wird versucht, diesen Akteur durch einen der Ersatzspieler auszutauschen. Dabei wird der Auswechselspieler mit der höchsten Priorität eingewechselt. Der Spieler muss zum Einsatz gekommen sein und darf die Formationsregeln nicht brechen. Ja, was können wir noch zu den Transfers sagen? Während des Wettbewerbs bekommt man eben eine bestimmte Anzahl an Transfers.
am Anfang, vor der Gruppenphase, eben jetzt ist es noch unbegrenzt, die Anzahl der kostenlosen Transfers. Dann während der Gruppenphase gibt es 2 pro Spieltag. Das heißt, der erste Spieltag ist vorbei und du willst für den zweiten Spieltag 2 Spieler austauschen, kannst du 2 Transfers eben machen, kostenlos. Zwischen dem 6. Spieltag und dem Achtelfinale ist es dann wieder unbegrenzt, zwischen Gruppenphase und Achtelfinale. Dann ab dem Achtel oder vor dem Achtelfinale 3, vor dem Viertelfinale 5. Also vor dem Viertelfinale hinspielen, vor den Viertelfinale rückspielen 3, vor den Halbfinale hinspielen wieder 5, vor den Halbfinale rückspielen wieder 3 und vor dem Finale wieder 5. Ja. Sollte es so sein, dass man keine der kostenlosen Transfers an einem Spieltag nutzt, kann man einen dieser beiden Transfers, jetzt zum Beispiel während der Gruppenphase sind es ja 2, dann kann man einen übertragen, auch wenn es dann später 5 Transfers sind, kann nur einer übertragen werden, ganz wichtig, auf den nächsten Spieltag. Das heißt beispielsweise vor dem Achtelfinal hinspielen. Vor dem Viertelfinale hinspielen hast du 5 Wechsel, nutzt keinen dieser 5 Transfers, dann hast du anstatt dieser eigentlichen 3 Transfers vor dem Viertelfinale rückspielen 4. So. Jetzt gibt es die sogenannten Chips. Chips erlauben es, unbegrenzte Wechsel vorzunehmen. Man bekommt 2 Chips, die man jeweils einmal im Verlauf des Wettbewerbs einsetzen kann. Dann die Wildcard, die kann genutzt werden, um für einen Spieltag beliebig viele Transfers kostenlos durchzuführen. Wenn man sie einsetzt, kann man diese dann eben diese Transfers durchführen und alle eingekauften Spieler bleiben dann eben in der Mannschaft, sobald der Spieltag beendet ist. Dann gelten natürlich auch die ganz normalen Kriterien für Ein- und Auswechslungen, die automatischen, die sowie die manuellen. Ja, das müsste eigentlich alles sein. Ja, Deadlines sind natürlich einfach, wann die Spiele gestartet werden. Beispielsweise jetzt der erste Spieltag ist am 20. Oktober, der Dienstag 18:55 ist das erste Spiel. Das heißt, bis dahin müssen alle Änderungen am Team getroffen sein. Zur Punktevorgabe, einfach mal, dass ihr das mal gehört habt, wird ein Spieler einfach nur eingesetzt. Also spielt mindestens eine Minute, gibt es einen Punkt. Ab einer bestimmten Anzahl an Minuten gibt es 2 Punkte. Tore von außerhalb des 16ers, glaube ich, das ist ja gerade so ein bisschen abgeschnitten hier in der App. Aber ich glaube, das heißt Tore. Also steht nur Tore von außerhalb. Also wahrscheinlich von außerhalb des 16ers oder so soll das dann heißen. Dann Assist 3, je 3 eroberte Bälle 1 Punkt, Elfmeter herausgeholt 2 Punkte, Elfmeter verursacht minus 1, Elfmeter verschossen minus 2, gelbe Karte minus 1, rote Karte auch inklusive gelb-rot minus 3, Eigentor minus 2. Wenn du ein Tor erzielst, 6 Punkte, Elfmeter gehalten 5 Punkte, ohne Gegentor geblieben, also weiße Liste 4 Punkte. Ja, es steht hier für jeweils 3 und für jeweils 2, keine Ahnung, was das heißen soll, weil 1 und minus 1 Punkt. Bei den Verteidigern, Tor erzielt 6 Punkte, ohne Gegentor 4 Punkte. Ich glaube für jeweils 2 Gegentore oder so, minus 1 Punkt oder so. Mittelfeldspieler, Tor erzielt 5 Punkte, ohne Gegentor 1 Punkt. Und Stürmer kriegen nur für Tor erzielt 4 Punkte. Ja, das ist erstmal alles zu den Regeln. Jetzt seht ihr hier, wie gesagt, nochmal meinen Kader. Die ersten Spiele sind dann am 20. Oktober und wir werden ganz normal dann wieder Aufstellungsvideos und Analysevideos machen. Das ist jetzt noch nicht meine feste Aufstellung, das ist erstmal nur mein Kader. Wie ich die Aufstellung dann genau planen werde, weil ja manche dienstags, manche mittwochs spielen werden, werde ich dann noch schauen. Das gibt es dann in einem separaten Video. Wir sind ja gerade noch beim 8.10., bis zum 20.10. könnte ja theoretisch noch Spieler verletzen. Dementsprechend kann es auch noch sein, dass es nochmal irgendwelche Änderungen gibt. Und die seht ihr dann kurz vorm Spieltag. Ich denke mal an einem Samstag, Sonntag oder spätestens Montag
oder vielleicht sogar erst am Spieltag selbst, an dem Dienstag vorher.